Ein kurzes Nickerchen gilt als Geheimwaffe gegen das Leistungstief am Nachmittag, welches noch weitere positive Eigenschaften auf deinen Körper hat. Dabei muss man aber auch einige Regeln beachten, denn wer das Nickerchen falsch macht, kann noch müder werden. So wird beispielsweise empfohlen, das Powernapping direkt am Mittag zu machen, sich dafür bequem zu positionieren und bevor die Tiefschlafphase erreicht ist, wieder wach zu werden. Aber wie du genau so ein Nickerchen richtig machst und welche positiven Auswirkungen es auf deinen Körper hat, erkläre ich dir in diesem Video. Das ist ein Powernap. Ein Powernap ist ein kurzes Nickerchen, welches dir dazu verhelfen soll, konzentrierter und mit mehr Energie in die Nachmittagsstunden zu starten. Dieser Mittagsschlaf darf dabei nicht länger als 30 Minuten dauern, da die Tiefschlafphase nicht erreicht werden darf, um sich danach nicht schlaftrunken zu fühlen und die positiven Effekte auf den Körper zu spüren. Powernapping, das bringt es deinem Körper. Nicht nur im Arbeitsleben ist ein Powernap hilfreich, sondern auch im privaten Alltag, denn die nachfolgenden Vorteile bringt solch ein Mittagsschläfchen. Die Steigerung der Aufmerksamkeit. Das Risiko von Herzerkrankungen wird um 37% gesenkt. Zumindest wenn du regelmäßige Nickerchen machst mit mindestens dreimal die Woche. Außerdem Steigerung deiner Leistungsfähigkeit um bis zu 35%, wodurch du mit mehr Energie in den Nachmittag startest. Stressabbau. Verbesserung der Stimmung, denn wenn man wenig geschlafen hat, ist man schnell gereizt. Reduktion der Müdigkeit. Heißhungerattacken werden vorgebeugt, denn Müdigkeit erhöht dein Verlangen nach etwas Süßem. Und die Reduktion des Diabetesrisikos. Anleitung. So machst du ein Powernap richtig. Wie bereits gesagt, sollte ein Powernap niemals länger als 30 Minuten dauern. Bestenfalls machst du diesen daher im Sitzen, denn im Liegen besteht die Gefahr, länger zu schlafen. Daher ist solch ein Nickerchen perfekt für die Mittagspause auf der Arbeit oder zu Hause am Schreibtisch. Aber eigentlich ist solch ein Nickerchen überall möglich, wo du eine Liege- oder Sitzmöglichkeit hast. Dies kann auch auf der Couch sein, im geparkten Auto oder in einem Sessel. Neben den vielen Schlafmöglichkeiten ist jedoch der Zeitpunkt eher eingeschränkt. Hier empfiehlt es sich, den Minutenschlaf nicht zu spät zu machen, denn ansonsten kannst du deinen Nachtschlaf beeinträchtigen. Der perfekte Zeitpunkt ist daher, wenn du um die Mittagszeit unkonzentriert und müde wirst. Das sind die Schritte für das Nickerchen. Schritt 1. Zuerst kümmerst du dich darum, dass du eine entspannte Umgebung schaffst. Geräusche und Lärm stören den Schlaf, weshalb du dir entweder einen geräuschlosen Ort suchst oder du Ohrstöpsel zur Hilfe nimmst. Andere schwören dabei auch auf Entspannungsmusik, wie zum Beispiel Naturgeräusche, die du über Kopfhörer dabei hören kannst. Finde einfach heraus, womit du am besten abschalten kannst. Nummer 2. Jetzt musst du für eine gewisse Dunkelheit sorgen, damit dein Körper vermittelt wird, dass es Nacht ist. Auf der Arbeit kannst du dafür am besten eine Schlafmaske tragen und zu Hause den Raum abdunkeln. Schritt Nummer 3. Stelle nun dein Handy lautlos, damit du nicht gestört wirst und auch einen Wecker. Dieser sollte in 15 bis 20 Minuten klingeln. Wenn du bereits mehrere Powernappings gemacht hast, wirst du später automatisch nach dieser Zeit aufwachen. Aber zu Anfang ist dies notwendig, um nicht in die Tiefschlafphase zu fallen. Schritt Nummer 4. Nun machst du es dir bequem auf einem Schreibtischstuhl, klappst du dafür beispielsweise die Rückenlehne des Stuhls nach hinten und legst deine Füße hoch. Falls die Lehne für deine Stabilisierung deines Kopfes nicht sorgen kann, kannst du ein Nackenkissen verwenden oder deinen Kopf einfach auf den Schreibtisch legen. In einem Sessel lehnst du dich auch soweit es geht nach hinten, stabilisierst deinen Kopf und legst deine Füße hoch. Schritt Nummer 5. Nun schließt du die Augen und entspannst dich, bis du eingeschlafen bist. Schritt Nummer 6. Sobald der Wecker klingelt, solltest du direkt aufstehen, auch wenn du nicht geschlafen hast. Schritt Nummer 7. Deinen Kreislauf musst du nun direkt in Schwung bringen, indem du beispielsweise ein Glas Wasser oder Zitronenwasser trinkst, Treppen steigst oder dich ordentlich streckst. Vergiss nicht, sofort das Licht anzuschalten oder ins Tageslicht zu gehen, falls du keine Schlafmaske verwendet hast. Und Schritt Nummer 8. Fertig. Wiederhole das Nickerchen einfach je nach Belieben. Keine Sorge, wenn es beim ersten Versuch nicht geklappt hat. Denn Übung macht den Meister. Dein Körper wird sich nach mehrmaligen Ausführungen an den Rhythmus gewöhnen und langfristig werden dir sogar 5 Minuten Schlaf jede Menge Erholung geben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.